Herbert von Karajan ist tot. Der weltbekannte Dirigent starb heute Mittag im Alter von 81 Jahren in seinem Haus bei Salzburg. Mit seinem Namen eng verbunden sind die Welt. Zuschauerinnen und Zuschauer, in den letzten 6 Monaten wurde heftig über die Frage der Nachfolge Herbert von Karajans diskutiert. Karajan, der 4. Chefdirigent in der langen Geschichte der Philharmoniker, herrschte 35 Jahre über sie. Während dieser Zeit brachte er ihnen weltweiten Ruhm und enormen Reichtum. Wer kann ihn nun ersetzen? Verschiedene Kandidaten wurden vorgeschlagen, darunter auch einige der Zum ersten Mal in seiner 107-jährigen Geschichte wählte das Orchester, besser gesagt die Orchestermitglieder, demokratisch einen neuen Chefdirigenten. Überraschenderweise war der Sieger einer, mit dem niemand gerechnet hatte. Ein Italiener, der gegenwärtig Direktor der Wiener Staatsoper ist. Am 8.10.1989 hat das Berliner Philharmonische Orchester in einer Orchesterversammlung nach Hans von Bülow, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan den Wunschkandidaten für seinen 5. Chefdirigenten gewählt. Es ist Claudio Abbado. Willkommen in Berlin. Ist das ein Unterschied, heute zu kommen gegen den Roman? Ja, ja. So. Zur Pressekonferenz kommt auch Frau Martini. Schön, sie wird auch sprechen. Ja, natürlich. Na, und jetzt habe ich gedacht, dass wir... Sprichst du erst? Ich weiß nicht, ich wollte mich eigentlich zurückhalten. Nein. Ich mache natürlich was. Nein, bitte, es ist wichtig zu sagen, alle diese neue Idee und neue Programme und aber mit besonders jetzt mit Ostberlin, Alex. Ja, ja. Natürlich möchte ich, dass du dein eigenes Zimmer hast. Übernimm Karajans altes Zimmer. Ja, ich weiß, aber ich habe es doch nie gesehen. Was? Du hast es noch nie gesehen? Nein, wir haben keine Gelegenheit gehabt. Es sollte für alle Gastdirigenten offen sein. Anne ist offen. Ist ja offen. Ist schon schön. Ja. Aber ich habe auch einen Schlüssel. So war. War immer so? Immer so. Ich sehe für das erste Mal in meinem Leben. Ja. War wirklich. War immer geschlossen. Claudio, kann ich dir jetzt zeigen, wie nah der Potsdamer Platz liegt? Man sieht von hier, ja? Ja, ja. Du kannst ihn von hier aus sehen. Als die Mauer fiel, kamen die Ostberliner hier über die Grenze.
Damen und Herren, guten Morgen, lieber Herr Abbado. Ich wollte eigentlich erst gar nichts sagen. Ich wollte nur sagen, Claudio Abbado. Aber ich glaube, ein paar Worte sind doch angebracht. Die Wahl eines neuen Chefdirigenten für unser Orchester ist ein absolut historischer Moment. Und dieser historische Moment ist ja am 8. Oktober für uns über die Bühne gegangen. Wir wussten damals noch nicht, dass der 9. November ein im Weltgeschehen noch größerer, aufsehenerregender Tag werden würde als der 8. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit und uns auch und glückliche Jahre in Berlin. Danke. Mit Mahler. Dritter Satz. Ja, ja, ja. Die Phrasierung natürlich, aber nicht so gut, nicht wie ein Achtel. Dann weiter. Ein bisschen später. Noch mehr Crescendo Oboe. Crescendo. Schön. Oh yeah. Das ist natürlich live. Just the physical presence, his body language, everything about him incorporates or personifies the music. It's not just his conducting of it, it's simply the, you see the entire, you can perceive the entire work in his person. This is almost unique. And it's a way that we relate to music very similarly. It's perhaps a bit difficult, it's like falling in love in a sense. You really can't explain why one woman interests you or one man and not another. But there's a similarity with conductors. Sie haben so eine schöne alte Partitur. Ja, das ist eine von der Rolling Wolf von meinem Großvater. Ich habe fast alle Schulbesitzungen. In diesen Ausgang, ne? Ja. Mein Großvater war Jolo. Ja? Ja, der ist so. Und der hat auch mal am Abend dirigiert. Ach so. Hat Rigoletto und Lucia in Novara. Also war jetzt nicht mehr. Der Unterschied zwischen Karajan und Abbado ist in sämtlichen Beziehungen etwa 180 Grad. Und ich glaube, dass wir eine Weile brauchen, um mit Abbado eine Ehe einzugehen, wie ich es eben versucht habe, auf Englisch zu erklären, um uns gegenseitig auch irgendwo kennenzulernen. Und ich denke, das braucht mindestens noch ein, zwei Jahre. Ich hoffe, dass das was wird, wie glaube ich alle im Orchester. Man weiß vorher nie, ob es die richtige Wahl oder die hundertprozentige Wahl war. Das wird man immer erst nach einer gewissen Zeit sehen. Sie stehen auf.
gesagt, das war in der Zeit von Mahler sehr schön. Ich glaube, das ist etwas zu viel heute. Ja? Ja? Aber ich habe eine Bitte. Wir wollen das erste Mal nochmal bam, 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 und dann bam, 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 etwas hören. Nur die Instrumente. Und wie bleiben sie? Und wie bleiben sie? 55 mit Auftakt, ja? Persönlicher Art, sagen Sie, wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man hier einzieht in die heiligen Hallen, die Fußstapfen von Herrn Kavelan? Wie fühlen Sie sich da persönlich? Ja, ich muss sagen, weil sie haben mir telefoniert in Wien und sie haben mir gesagt, dass die war, Berliner Philharmoniker war für 2 Minuten, ich konnte nicht atmen. Und wie ist es jetzt? Können Sie jetzt atmen, ganz frei? Ja. Von Kavelan hatte einen Vertrag auf Lebenszeit. Sie sind hier heute angekommen ohne Vertrag. Ist das nicht ungewöhnlich? Mit der Berliner Philharmonik natürlich wird doch ein Vertrag. Ja, wir machen einen Vertrag, aber das ist... Und es wird nicht schwierig. Nein, es ist nicht, sicher nicht schwierig. Sehen Sie sich eigentlich jetzt als den mächtigsten Dirigenten? Nein. Nein. Nein, nein, sicher nicht. Man hat es so im Hinblick auch auf Vorgänger gesagt. Und vor allem Ihr Vorgänger, Herbert von Karajan. Ja, schauen Sie. Für mich ist immer eine große Freude, mit der Messermusik zu musizieren. Ne? Und das war am Anfang Skill mit der Kammermusik und dann weiter mit Sinfonie, dann mit Oper und dann weiter mit Sinfonie noch einmal. Und ich habe jetzt die große Freude, die große Ehre, mit dem besten Orchester der Welt zu dirigieren in Berlin und Wien. So, ich bin ein guter Mann, aber große Dirigenten, alle diese großen Worte habe ich nie gerne. Gerne. Sehr freuen, dass es uns kommt. Das ist die Hauptsache. Was gefällt Ihnen am besten an Kerstin? Was ist das Schönste? In diesem Moment ist das etwas politischer Moment. Das ist, der Mauer ist offen. Ne? Das finde ich. Das. Io credo che sono stato molto fortunato che abbiano votato per me e il fatto che nello stesso momento che sia successo questo a Berlino dell'apertura, cioè che Berlino non è stata più un'isola, è stato come una congiunzione di astri, no? Come un miracolo. Claudio, vuoi mai a Berlino. E trovo che sia anche importante questo spirito di collaborazione con tutti i musicisti a creare poi questo rapporto, diciamo, d'amore durante un concerto. È un rapporto speciale, un rapporto non facile, insomma, ci vuole una grandissima psicologia anche con i musicisti. E soprattutto con orchestre di questo genere, con i Wiener, con i Berliner Philharmoniker, dove sono tante prime donne, ci sono tanti solisti, ognuno con la sua personalità, cioè non c'è soltanto il solista da accompagnare con la sua personalità, è difficile, nell'orchestra stessa, quindi coordinare tutto questo psicologicamente non è facile. His concert here at the opening of the festival last September was just one of the most convincing Brahms performances I've ever played. Yeah, it was really good. And I think that fills me full of expectations. Maybe we expect that Abado is that he's thinking of integration for old and new, for young and old, and modern music. And that's an expectation I have. It's a very to get the orchestra motivated to play new music. Yeah. And I mean that's what keeps an orchestra or any sort of music group alive. I mean otherwise an orchestra could turn into a museum piece very easily.
Verzeihung, 5/8, ja. Das Stück, Sie haben gesehen, ist nicht so schwer. Ne? Nur der Schluss für die Geige ein bisschen. Und das Solo, kennt ihr mehr Ponticello? Der zur Ponte. Der muss ganz wichtig, ganz essen. 44, trrrr, wieder. Ich glaube, jetzt ist die ganze Zeit von Schwierigkeit und Ärger erstmal vorbei. Also wollen wir dreimal auf Holz kloppen? Ja. Eine. Ich gehöre auch nicht zu denen, die Karajan nicht gemocht haben. Auch sehr gerne. In vieler Hinsicht. Aber manches ist nun auch, war seine äußerliche Art, schadet nichts. Dafür war er ein Magnet. Ja. Nachdem Karajan dann weniger vorhanden war, ist ihnen das Orchester nicht entglitten. Aber sie haben sich selbstständig gemacht. Ja. Und durch diese Krise mit dieser Sabine Meyer und dieser ganzen Geschichte war ja alles Unsinn. Töricht. Er ist ja letzten Endes kein, er ist letzten Endes kein kluger Mann gewesen. Er hat eine riesige Ausstrahlung und hat sie oft zu negativen Dingen benutzt. Eine Ära ist zu Ende gegangen, Karajan ist zurückgetreten. Trotz der gemeinsamen künstlerischen Triumphe hatten sich die Beziehungen zwischen den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten seit den frühen 80er Jahren zunehmend verschlechtert. Der Ärger begann, als Karajan eine junge Musikerin, Sabine Meyer, einstellen wollte. Dies geschah gegen den Willen des Orchesters. Die Musiker bestanden nach ihrer langen Selbstverwaltungstradition auf ihr Recht, bei der Einstellung neuer Mitglieder mitzubestimmen. Nun verstieß Karajan gegen dieses grundlegende Privileg. Die Mitglieder des Berliner Philharmonischen Orchesters weisen entschieden den Angriff auf die demokratischen Rechte des Orchesters, die selbst während des Nazi-Regimes nicht angetastet wurden, zurück. Als das Orchester Karajan widersprach, trat sein Schützling unter Druck zurück. Der Maestro war verärgert. Aus dieser ersten Konfrontation entwickelte sich eine lange Kette von Auseinandersetzungen, die heute durch seinen Rücktritt beendet wurde. Der Konflikt mit Herrn von Karajan, der uns ja sehr starke Wunden geschlagen hat, uns allen, hat aber immerhin dahin geführt, dass wir nun in noch viel intensiver unsere Bemühungen erhöhen werden, die selbst die Mitbestimmung, die wir hatten, als wir noch GmbH waren und die im Laufe der Zeit sukzessive verloren ging, dass wir diese Mitbestimmung in allen künstlerischen Dingen wieder erringen werden. Wir hoffen, dass eine große Tradition sich weiter fortführt. Nach Furtwängler gab es eine Karajan-Ära, jetzt beginnen wir die Abbado-Ära. Wir haben Karajan lebenslänglich gewählt, aber ich glaube, dass Abbado es gar nicht wünscht. Und ich bin auch nicht sicher, dass wir einen Vertrag auf Lebenszeit mit ihm wollen. Aber wir sind darauf eingerichtet, ganz sicherlich mit unserem ganzen guten Gefühl, mit ihm eine lange, lange gute Wegstrecke zu gehen. Vielleicht für ihn.
vielleicht? Und was, ah, was, ah, das ist es. Danke. Ein kleiner Unfall. Ich habe keine Probleme. Das ist ganz von der Ehre gewusst. Ja, ah, gut. Ja, wie alt sind Sie? 35. Bitte? Nur 35. Mein Gott. Konzertsaalen gespielt haben. Die Fabriken, das, ja, in Fabriken. Es war ein Moment in Italien 68. Erst gegen Faschismus und dann auch gegen für die Leute, die haben keine Möglichkeit, ein Konzert zu hören. Ein Konzert auch für diese Leute. Billiger Preis, aber das war eine Revolution. Also ein Kommunist? Ich war nie in einer Partei, das ist auch Mascha. Kommunist. Und der Paulini, der sagt, er macht das ab und zu noch in Italien. Ja, aber jetzt braucht er nicht mehr. Es gibt immer eine Serie von Konzerten in La Scala für Werker und für Studenten. Und war das so ein bisschen politisch auch bedingt? Ja. Ja, es ist etwas natürlich, was ist nicht politisch in diesem Sinn. Aber ich finde es eine gute Sache. Sind Sie fertig für heute? Nein, noch zwei Pianisten. Ach ja, was ist denn für ein Ständer? Ja, eine ist die junge Pianistin, die Siri Schutz aus Berlin. Der erste Preis in Prag gewonnen. Mhm. Und sie schreibt auch, sie komponiert. Das auch noch. Ja. Ja, ich habe jetzt noch drei Rachmaninoff-Polyps in Arbeit, aber die sind noch nicht so. In welcher Stadt studierst du? In Ost-Berlin. In Ost-Berlin. Und in 4 Jahren fange ich an zu studieren. Mhm. Bin jetzt noch in der Spezialschule. Gut. Aber machst du schon Konzert? Ja, ich fange jetzt an. Ja, nicht zu viel jetzt aber. Mhm. Ja? Aber das wäre schön einmal zusammen, vielleicht ein Motor. Ja? Sehr schön, ja. Danke. Danke auch. Wie seid ihr jetzt so überhaupt so mit dem Orchester? Ich habe gesagt, wir machen mal was zusammen, ja? Oh. Und ich, ja, und dann haben wir gesagt. Hat er gesagt, ja? Ja. Fantastisch. Was macht ihr jetzt? Wollt ihr noch einen Stadtbummel machen? Ja, sie haben jetzt zum Essen ein. Was macht ihr jetzt gerade? Jetzt gehen wir essen. Ich muss mal eigentlich essen gehen. Jetzt sind wir eigentlich. Una mia grande passione è lavorare insieme con giovani musicisti. Questo l'ho visto per esempio l'orchestra dei giovani quando abbiamo cominciato nel 78, no? L'orchestra europea, che è stata una delle prime cose che mi dicevano gli ambasciatori, i ministri. Ah, questo è il miglior ambasciatore per un'unificazione dell'Europa. Che cosa gli consiglierebbe per avvicinarsi alla musica? Consiglierebbe, non so, per esempio, di venire a Berlino a sentirla o no? Ah, certo.
vedere questa orchestra è come, in tedesco diciamo, viene grosse sede, come una grande anima insieme, no? Grande cuore. No? C'è sicuramente questa grande tradizione che continua. No, ma voglio dire, l'orchestra, sì. Non so, sente l'anima, diciamo, di Karajan dentro l'orchestra o no? Come quando il violinista suona e sente dentro. Che si sente questa grossa tradizione, questa anima che deriva ancora da Furtwängler, insomma, sì. dagli altri, insomma. Quindi si sente grandi. Più l'anima di Furtwängler. Beh, certo, ha dato un'impronta enorme. Furtwängler soprattutto è sempre stata la più grande figura di direttore, che mi ha impressionato molto per la sua grande tensione musicale. Dava un significato molto profondo a ogni nota, a ogni frase. A Karajan c'era sempre una ricerca di un suono caldo, un suono pieno. Era un direttore con una grandissima personalità, con un grandissimo charme. Lo devo dire, all'inizio Karajan, quando mi ha invitato a Salzburg, poi a Berlino, è stato molto generoso e devo dire anche mi ha dato molti consigli, quasi come un padre. E in quegli anni ero molto riconoscente di questo. Poi col passare degli anni, non so se un poco o i giornalisti o le case discografiche creano delle volte delle rivalità inesistenti, artificiali, no? Però penso che a Berlino per lui, credo negli ultimi tempi, era più una sofferenza, quello che si è, il clima che si era creato con il Berlino Filarmonico, dove a un certo punto con il far musica insieme con altri musicisti, con un grande orchestra come Berlino o Wiener, in fondo è una forma di amore per la musica da portare avanti insieme, e questo forse non c'era più a Berlino. Es gibt Menschen, die meinen, auch ein Orchester muss mit starker Hand geführt werden und die Musiker sollen da sitzen und spielen und sollen gut spielen. Es gibt ja Leute, die glauben, die Diktatur ist das einzig Richtige für die Menschen, bis hin zum Faschismus. Es gibt ja noch genug Leute, die auch darauf, am liebsten das wieder alles zurück hätten. Wir jedenfalls glauben nicht daran. Wir glauben, Demokratie ist etwas, wofür man jeden Tag neu kämpfen muss. Vor der Philharmonie gibt es immer noch Leute, die Karten für das abendliche Konzert suchen, obwohl es schon seit langem ausverkauft ist. Hoffentlich ist dies der erste Abend einer langen Kette musikalischer Ereignisse und Abenteuer zwischen Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern. Die Zeit der Konflikte um Solisten und künstlerische Maßstäbe, die letzten Jahre der Ära Karajan überschattet hatten, scheint zu Ende zu sein. Die Zeit des omnipotenten Chefdirigenten ist vorbei, wo man ein Orchester wie dieses, wo man es also schleifen muss wie ein preußischer Feldwebel. Die können spielen. Man muss bloß noch herausholen, also wie und was sie spielen sollen. Ein wenig skeptisch in diesem Fall. Ich sehe auch einen gewissen Verlust in dieser anderen Positionsbeschreibung des Chefdirigenten. Auch das allerbeste Orchester, damit aus diesen 120 hervorragenden Individualisten ein Klangkörper wird, dass die immer noch ein bisschen einen Zaren brauchen. Bisher war es ja so, dass der Chefdirigent Karajan beispielsweise weitgehend bestimmt hat, was gespielt wird, wer spielt, wer als Gastdirigent auftritt. Ja, Das war manchmal nicht zum Guten, aber es war manchmal auch zum Guten. Da ist Abbado jemand, der eigentlich eher sich zurücknimmt, der sozusagen die Zitrone nicht bis in den letzten Tropfen ausquetscht, der die Schärfe, die ich mir wünsche, nicht hat. Aber Abbado, er lässt das Charisma und seine enorme Ehrfurcht vor den Werken vortreten. Es ist sehr schwer, an Abbado Kritik zu üben. Man kann Dinge vielleicht anders machen, als Abbado sie macht. Aber ich glaube nicht, dass man sie besser machen kann. Guten Abend. Ich habe nicht das Gästebuch vergessen. Ich habe es Ihnen hingelegt. Ich gehe auch rein. Toi, toi, toi. Was ist hier? Kommt rein?
Dann sehr gut zum Dirigenten gucken. Thierry, und das Orchester hat die Melodie, ne? Und ich würde dann mehr noch mehr noch Flächen schaffen, mehr vorwärts denken. Siri soll ein Mozart-Konzert auf die Beine stellen. Der Professor hat gesagt, na gut, dann nehmen wir gleich mal ein Mozart-Konzert und das üben wir jetzt fleißig. Und vielleicht hat sie mal die Möglichkeit, mit ihm das aufzuführen. Wir in der DDR haben ja immer in der Stresssituation gelebt, eigentlich leisten zu wollen, aber uns auf 20 Quadrat wieder tot zu rennen. Es ist alles vieles einfacher jetzt auch geworden. Also positiv an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, nee, das halt für junge Studenten gibt es also kaum Möglichkeiten, also für Solisten kaum Möglichkeiten, mit Orchestern in der DDR aufzutreten. Und nachdem also der Lehrer nun gehört hat, dass Siri unter Umständen möglicherweise mit dem Claudio Abbado zusammen etwas machen soll, eröffnete sich hier ganz plötzlich die Möglichkeit, auch mit DDR-Orchestern zusammen zu spielen. Ach, na, das ist ja dann doch kein Problem. Ein totales Problem, war. Das ist plötzlich schon keins mehr. Das ist noch so entfernt, dass man es einfach noch nicht glauben kann. Also, ob es überhaupt mal zustande kommt. Claudio Abbado, der designierte Chefdirigent des Berliner Philharmonischen Orchesters, heute unser Studiogast. Und wir haben ja bei den Festwochen das Berliner Philharmonische Orchester gehört, unter Ihrer Leitung mit der dritten von Brahms. Ich liebe natürlich Brahms, und das war eine Einladung vor 5 Jahren, ganz spontan von dem Berliner Philharmonischen Orchester. Sie haben mich in London eingeladen, den kompletten ganzen Zyklus Brahms zu spielen und zu aufnehmen. Mhm. Das war vielleicht das erste Zeichen von der Berliner Philharmonik. Ja, 7.13 Uhr, klassisch zum Frühstück. Wir haben begonnen mit Debussy, den Fête. Und ja, ich glaube, Fête hat für Sie eine besondere Bedeutung. Ja, das war, ich war als Kind 7 Jahre alt. Ich war das erste Mal mit meinem Bruder, mit einem älteren Bruder in La Scala, in Milano. Und ich habe einen alten Dirigenten, Antonio Guarnieri, gehört. Ich mi ricordo dal Logione, dalla Galleria in alto, sesto piano. Vedere questo piccolo uomo che dirigeva, questa magia di questa musica, no? Che per la prima volta per me è stato come scoprire un mondo nuovo. Da quel momento ho deciso che avrei dovuto dirigere e suonare questa musica un giorno. Allora praticamente ho fatto tutti gli studi normali di scuola, al Conservatorio, a Milano, a Giuseppe Verdi, e poi sono andato a Vienna. Insieme a Zubin Mehta abbiamo studiato all'Accademia, abbiamo passato questi 2 anni di studi e anche di esperienze musicali cantando nel coro del Musikverein per sentire le prove di tutti i vecchi grandi direttori. Poi sono andato a Tanglewood. Per me è una sorpresa che mi abbiano dato il Koussevinsky Prize, perché non mi aspettavo questo. Ma la vera esperienza formativa per me era a casa con la mia famiglia.
praticamente sono nato in mezzo alla musica e per me fare musica è stata una cosa così normale, spontanea, no? E mia madre suonava il pianoforte, insegnava, ma era una donna piena di fantasia e ha scritto molti libri per bambini, no? E diversamente invece mio padre ci ha dato una grande disciplina nello studio, nella musica, insomma. La guerra, per fortuna, non poteva arrestare il discorso musicale che c'era nella mia famiglia. Ma i ricordi della guerra non sono molto allegri per me. Vedere tutte queste atrocità, mi ricordo delle fucilazioni di partigiani sulla strada. Tutto quello che il nazismo, il fascismo ha fatto in Italia per me è stato un periodo terribile, insomma, che spero che non si ripeta mai più. Say farewell to Checkpoint Charlie. Today, American and Soviet foreign secretaries joined in a toast to the demise of the most visible symbol of the Cold War, paving the way for Allied withdrawal from Germany. The Berlin Wall had represented Soviet control over Eastern Europe for 26 years. Barbed wire boundaries had appeared overnight on August the 13th, 1961, tearing families asunder. Leiser als wenn du spielst. Dari, das ist richtig. Ne? Und hier klingt wie ein Bari. Ja, das ist eigentlich mit Absicht gemacht. Nicht gut. Ja, aber aufpassen, das klingt vielleicht zu romantisch, die Idee. Ne? Okay. Das sollte einfacher. Ne? Mhm. Weiter? Ja. Aus sich rauskriegt und einfach Modulation macht und dann hier zu dem Ruhepunkt ankommt, da ist gar nichts mehr und auf einmal ganz transzendent erhebt sich dann. Das ist super schön gemacht. Ja. Finde ich sehr schön. Mach zweimal. Die Musikszene blickt heute Abend auf die Berliner Philharmonie. Von dort erfahren wir, dass Claudio Abbado, der vor Monaten als neuer Chefdirigent gewählt wurde, seinen Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Die vom Orchester gewählten Vertreter dahingegen kamen zu einer neuen Vereinbarung mit dem Berliner Senat. Seit den heftigen Auseinandersetzungen mit ihrem früheren Direktor Herbert von Karajan hat das Orchester um einen Vertrag gekämpft, der ihm größere Macht einräumen sollte. Ich möchte Sie begrüßen zu einer neuen Ära, denn heute beginnt etwas ganz Neues, etwas, ja, man kann sagen, Historisches. Denn wir haben einen neuen Chefdirigenten, wir haben einen neuen Intendanten und vor allem, wir haben einen neuen Vertrag gewonnen, der uns eine gleichwertige Partnerschaft mit Ihnen in allen künstlerischen Belangen bietet. Wir müssen zusammenarbeiten. Der Dirigent ist doch nicht der Alleinige. Der kann ja nicht alle, ohne uns hört man ihn ja nicht. Umgekehrt brauchen wir auch den Dirigenten, selbstverständlich. Aber warum sollten wir nicht auch etwas mehr Demokratie wagen dürfen, die eben diese Verwaltungsordnung schon 1970 ändern wollten? Damals wurde es nicht akzeptiert,
Zum Beispiel sagte Herr von Karajan damals, als man ihm das vorstellte, ach so, dann wollen Sie wohl, dass ich jedes Mal das Orchester frage, wenn ich Piano oder Forte dirigieren soll, dann soll ich wohl jedes Mal eine Abstimmung herbeiführen. Natürlich war das nicht gemeint. Und zwar, es war überhaupt nicht, wie ich vorhin sagte, gemeint, was auf dem Podium geschieht, sondern eben, was hinter der Bühne geschieht. Aber Abbado ist ja ein Mensch, der durchaus sehr demokratische Vorstellungen hat. Wir haben auch die Bereitschaft von Abbado in dieser Frage zu sehen bekommen. Das ist sehr wichtig natürlich gewesen. I hate dictators and I hate fascism. I heard the rehearsal of Toscanini in La Scala after the war. It was a great conductor, great personality. But sometimes, you know, to hear somebody shouting and insulting musicians without any reason, when you can obtain the same thing in other way, I think it's better. Fortissimo, aber bitte Black Blazer nur forte an dieser Stelle, das ist zu viel. Normalerweise spielen wir es anders. Sie ganz schön so. Ja, Sie brauchen nicht Fortissimo. Mehr. Es war andere Orchester. Auch gesagt. Nein. Ah ja, das ist ja. Nein, habe ich nicht gesagt. Prost. Prost. Wieder. Zum Wohl. In dem Sinne. Dein Geburtstag. Ja, zum Wohl. Naja, du warst heute Morgen nicht in der Probe, aber wir kennen ja Abbado. Wir kennen auch seinen Arbeitsstil. Er geht an die Sache nun sehr ruhig heran. Er setzt natürlich auch bei uns immer voraus, dass wir auch alles kennen. Und dadurch wird natürlich das Proben eigentlich sehr angenehm. Angenehmer vielleicht, wie manch einer sich das wünscht. Vielleicht müsste er manchmal... Ja, ja, und da muss ich sagen, da erinnere ich mich an die alte Zeit. Ja. Ich will mal ganz weit zurückgehen. Hm. Wilhelm Furtwängler. Na. Da haben wir auf dem vorderen Stuhl gesessen. Ja. Und jede Probe war ein Konzert. Jede Probe war eine Anforderung an jeden Einzelnen. Mal im Abbado ist wunderbar und ruhige Proben. Die Konzerte sind dann fantastisch. Das war das, was uns dazu bewogen hat, ihn als Chef zu wählen, weil er unserem Klang, unserer Klangvorstellung folgend eigentlich der richtige Mann war. Absolut. Also dazu hat sich ja das Orchester auch sehr bekannt. Aber auch in der Fortsetzung, Karajan hat auch das Orchester sehr gefordert. Er hat über viele Jahre doch die Programme... Penibel genaue Proben gemacht. Genau. Ja. Und er war ein genialer Dirigent, ja, muss ich sagen. War er. Ich glaube, Herr von Karajan hatte sich selber bedroht gefühlt durch uns, ohne sich aber jemals davon Rechenschaft abzugeben, wie das alles entstanden ist. Es ist eine ganz tragische Entwicklung gewesen, eben auch für Karajan am tragischsten eigentlich. Denn diese Zusammenarbeit, die wir gehabt haben, dieses Orchester mit diesen Dirigenten, war so exemplarisch, dass man es eigentlich, man kann es kaum vergleichen mit irgendeiner anderen Zusammenarbeit, eines anderen Orchesters mit seinem Dirigenten. Und dass gerade bei uns diese furchtbare Entfremdung stattfand, die ja
so tief an die Emotionen ging, besonders Karian-Emotionen. Einmal haben wir eine, und es ging nicht und ging nicht, ich weiß nicht warum, irgendeine Stelle. Und ich habe einen Wut gekauft und habe gesagt, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich sie alle mit einer großen Seil umwinden, mit Benzin übergießen und würde ich anzünden. Da war es plötzlich Totenstille. Und in diese Totenstille sagt einer, aber dann hätten sie uns ja nicht mehr. Ja, so, das habe ich vergessen. Lass uns das bleiben. Das ist ein Zeichen, wie eng wir verbunden waren mit dem immer sind, was wir uns da. Herr von Karajan bekam das Gefühl, das Orchester würde sich gegen ihn wenden, das Orchester würde ihn nicht mehr akzeptieren. Jetzt, wo er alt und krank ist, würde das Orchester ihn fallen lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir hätten Herrn von Karajan, und wenn er nicht mehr hätte laufen können und nicht mehr stehen können, wir hätten ihn auf Händen nach oben getragen, er hätte machen können, was er will. Wir wären ihm gefolgt, weil wir nie vergessen haben, die schönen Zeiten, die guten Zeiten, die wunderbaren Zeiten, wo wir Weltruhm gemeinsam errungen haben. We have learned from the big struggle which we had with Mr. von Karajan, and we want to avoid in future that this situation could repeat any time. I think that in the person of Claudio Abbado, we have the right partner to understand this. He is absolutely artistically demanding. He wants what he wants, he gets what he wants, and he is able to show it absolutely through conducting, and if he dislikes something, it is very clear that he dislikes it, and he shows it, and then we'll do it better. But he is not a dictator. You will never hear him shouting. To the outside, it looks very gentle, but inside he's very, very strong. Flora, von der Firma Sony. Nein, das soll ich hier vorher schon leben, ja? Okay. Du wirst sie noch kennenlernen. Ich lege sie hierher, gell? Mhm. Nun. Muss ich den ersten Geiger in die Hand tun jetzt? Jetzt? Ja. Ja? Ja. Das geht, natürlich. Das war's nun. Ja.
Es glich einer diplomatischen Zeremonie. Zur späten Stunde unterschreibt Claudio Abbado einen Vertrag, der ihn für zunächst 7 Jahre an die Berliner Philharmonie bindet. Die Vertreter des Orchesters unterschreiben eine Vereinbarung, die ihnen Gleichberechtigung bei künstlerischen Entscheidungen garantiert. Schöner Tag. Und hierher bitte. Wie würde das denn nun weitergehen? Gibt es da so ein musikalisches Instrument? Ich würde mit einem großen Fernrohr da oben sitzen und würde zuschauen. Und auch zuhören, was geschieht. Ja. Was soll ich denn tun? Penso che la cosa importante è pensare sempre all'amore per la musica e ignorare tutte le cose politiche, tutte le piccolezze che purtroppo ci sono in giro. A me non interessa, mi interessa di raggiungere uno scopo nella vita, nella musica. La cosa importante è quella. Delle volte se si fanno le cose perché sono giuste, si ignora tutto il resto, si può ottenere quello che è giusto. Between the conductor and the orchestra. But what is necessary is to repeat as often as possible nights like tonight, where the white-hot communication is as intense as it was tonight. And if we can enjoy that every time we step out on the stage together, I can't imagine a rosier future for us, for music, for Germany, Berlin, and who knows, for the whole musical world. Wir haben doch gut toll gespielt. Wir haben doch toll gespielt. Also das hat sich heute sozusagen wirklich eine Explosion nach, eigentlich, nach den ganzen letzten der Jahren. Titan. Was? Der Erlösungsexplosion. The East German government slipped into oblivion at midnight, buried. Explosion of fireworks and song, from Unter den Linden, Grand Boulevard of the East, to the plaza at the Reichstag, the old German parliament building in the west, 1 million people let go. 2 different societies together after 45 years, now under 1 flag.